Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Skyrim. Dort ist der Schmied, dort will ich hin. Lova Mallory heiße ich. Ja, das weiß ich. Ihr habt den alten Crescius also endlich gefunden. Ja. Merkwürdiger Kerl, nicht wahr? Ach, Quatsch. Wisst ihr was? Da ihr euch deswegen so viele Umstände gemacht habt, behaltet sie einfach. Was soll ich denn mit der Spitzhacke? Was? Ich wollte den alten Knacker nur daran erinnern, dass man den Leuten nicht einfach die Sachen klauen kann. Ihr habt die Sachen überbracht, damit bin ich schon sehr zufrieden. Die Spitzhacke hat mir all die Jahre nichts gebracht. Vielleicht könnt ihr ja etwas damit anfangen. Toll. Gold wäre mir lieber gewesen. Die besten Waffen und Rüstung. Jetzt haben wir diese blöde Spitzhacke. Gut, was könnte man noch verkaufen? Ja, dann verkaufen wir unsere alte Spitzhacke. So, bitteschön. Das kannst du haben, das kannst du haben. So. Wie viel wiegen wir jetzt? Wir wiegen viel zu viel. Wieso wiegen wir so viel? Stab der Raserei haben wir zweimal. Ja, das sind 16. 1000 Amulette haben wir. Waffen und Rüstung. Ich repariere sie euch. Brauchst du mir nichts zu reparieren? Ja, du bist immer noch da. Wie kann ich euch dienen? Trägst du irgendwas nicht? Willst du mir irgendwas wiedergeben? Hier. Steigert die Blitzresistenz. Willst du nicht mehr? Du willst das andere Ding tragen. Gut. Gut, 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 gut. Okay. Ja, wir verkaufen jetzt noch das eine. Klingen, Helme, so ziemlich alles, was ihr braucht. Ach ja. Hat er nicht genug Geld gehabt, ist mir egal. Bringt mir eure Waffen und Rüstung. Ich repariere sie euch. Durch die Vernichtung der... Werft einen Blick drauf. Mhm. Du kaufst nur... Hast du noch für mich was zum Heilen? Jo. Das war's. Ach, schade. Nehmt euch vor diesen Mädchen acht. Sie mögen zahm. Eure Taten waren ein wahrer Segen für uns. Ich habe die besten Waren der Insel. Seht euch nur um. So, kaufst du mir ein bisschen was von... Oh, du hast ja überhaupt kein Gold. Ah, du hast ja überhaupt kein Gold. Wieso ist das alles so wertvoll, was ich hier habe? Irgendwas war ihm für 11 da. Oh nein! Nein, 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 nein. Ich glaube schon, aber ich weiß nicht mehr woher. Ich weiß nicht genau. Ich glaube schon, aber das Einzige, was mir in den Sinn kommt, ist ein Schrein in der Nähe des Erdsteins. Schrein in der Nähe des Erdsteins, okay. Allerhand nützlich. Ah, jetzt habe ich aus Versehen dieses Ding da an ihn verkauft. Das wollte ich natürlich nicht. Ja, jetzt muss ich es zurückkaufen. Er hat wieder Gold. Wunderbar, toll. Das war jetzt aus Versehen. Das ist ja eine Quest, die wir haben. Ach ja. So, noch irgendwas für 4? Nee, die Kinderpuppe möchte ich ja weggeben. Ja. Komm, nimm. Dass die Schale überhaupt 8 wert ist. Ich habe immer reichlich. Tja, womit kann ich dienen? Hier gibt's unbedingt. Hier habt ihr eure Bezahlung. Yippie, 2 haben wir schon. Oh, 1000 Gold für diese ostkaiserlichen Anhänger. Yeah. Alles, was ich in der Auslage habe. So, kauft der noch ein bisschen was? Ja, er hat auch Gold. Wundervoll. Was? Er hat jetzt schon wieder kein Gold mehr. Ach nö. Das ging ja schnell. Ach Mann. So. Jetzt haben wir alles verkauft, was wir verkaufen konnten. Und wir sollen jetzt noch diesen einen Typen aufsuchen. Und dann müssen wir noch zum Schrein. Oh ne, wenn dieser Typ jetzt... Wehe, du bist jetzt hier verzaubert. Danke, dass ihr gekommen seid. Ja. Ihr habt schon so viel für Ravenfels getan und ich will euch nicht noch mehr aufbürden. Aber ich kann nicht riskieren, dass Ratsherr Morwein getötet wird. Aha, wieso das? Wieso sollte er getötet werden?
Die Familie Uhlen aus dem rivalisierenden Fürstenhaus Hölalu hat es auf seinen Kopf abgesehen. Hölalu? Das ist eine Privatsache. Sagen wir einfach, sie wollen die Hinrichtung eines Familienmitglieds rächen, die Razzia Morwein persönlich angeordnet hat. Das Problem ist, dass ich keine belastbaren Beweise dafür habe, dass sich unter uns ein Angehöriger des Hauses Hölalu verbirgt. Nur meinen Verdacht. Na toll. Verdacht ist nicht so... Das ist einfach lächerlich. Als zweiter Ratsherr ist es meine Pflicht, Ratsherrn Morwein vor jeglichem Schaden zu bewahren. Ich habe Angst, dass ich eines Tages aufwache und er tot ist. Ich will nicht, dass es so weit kommt. Bist du da nicht das Oberhaupt, wenn das passiert? Ja. Ich habe von meinen Quellen erfahren, dass sich in Rabenfels bereits bestimmte Elemente des Hauses Uhlen, nämlich Haus Hölalu, aufhalten. Rabenfels ist ein kleiner Ort, da ist es nicht gerade einfach, hier etwas im Geheimen zu erreichen. Wenn auch nur einer von ihnen zum Haus Hölalu gehört, wüssten sie über jeden meiner Schritte Bescheid. Okay, wie können wir helfen? Ich wusste, dass ihr mich anhören würdet. Ja, muss ich ja, ne? Ich brauche euch als meine Augen und Ohren. Durchsucht Rabenfels und rottet diese Verräter mit Stumpf und Stiel aus. Am besten bei Geldi Sadri, drüben im spuckenden Netz. Wenn er euch irgendwelche Hinweise gibt, überprüft sie, bevor er mich davon in Kenntnis setzt. Ich kann mir keine Fehler erlauben. Okay. So. Keine Sorge. Geldis könnt ihr vertrauen. Er ist schon seit langem bei uns. Na gut, dann sprechen wir jetzt mit Geldris, wie auch immer er hieß, sie. Der spuckende Netsch. Oh ja, sehr schön hier. Geldis heißt er. Willkommen im spuckenden Netsch. Ja. Hier gibt es den besten Soyama, der euch je über die Lippen kommen wird. Wie läuft es denn, seitdem die Mine wieder in Betrieb ist? Was denkt ihr? Es ist ein wahrer Segen. Ich habe wieder regelmäßig zahlende Kunden. Jeden Abend durstige Arbeiter und mehr Gold, als ich zählen kann. Kannst du mir ja gerne geben. Sieh an. Adril hat jetzt einen Spion, wie? Bei Azura. Er braucht jede nur erdenkliche Hilfe. Er ist schon seit Jahren hinter den Uhlen her. Und was denkst du darüber, Geldis? Nein, aber ich glaube, dass er die Sache falsch angeht. Aha. Die habe ich in der Tat. Wenn ihr diese schlüpfrigen Schlachterfische fangen wollt, müsst ihr sie erst zu euch kommen lassen. In der Nähe des Tempels liegt ein Ahnengrab der Uhlen. Jemand hat am Altar im Inneren des Grabes eine Aschsüßkartoffel niedergelegt. Wenn ihr drinnen auf die oder den Unbekannten wartet, erhaltet ihr sicher einige der Antworten, nach denen ihr sucht. Okay, ja, gute Frage. Warum hat er selber das nicht den Adril erzählt? Warum glaubt ihr, dass ich das nicht habe? Immer wenn Adril und die Redoran-Wache einen Zug machten, schienen ihnen die Uhlen einen Schritt voraus zu sein und sind einfach nicht aufgetaucht. Okay, danke schön. Danke mir, falls es funktioniert. Bis dahin würde ich zu dem Grab gehen und dort warten, bis euer Besucher auftaucht. Na gut. Was ist die Spezialität des Hauses? Das wüsste ich echt mal gerne. Der edelste Soyama, der je eure Lippen benetzen wird. Meine eigene persönliche Formel, die ich Sadris Soyama nenne. Ich habe die Mischung gerade um einige neue Zutaten ergänzt, die den Geschmack meiner Meinung nach noch verbessern. Ich muss den Leuten nur noch erzählen, dass das Getränk fertig ist. Dann werden die Gäste mir die Bude einrennen. Oh, super. Ich könnte aber helfen, davon zu erzählen. Noch eine Quest. Ich hatte gehofft, dass ihr das sagen würdet. Yeah. Nehmt diese Soyama-Kostproben und erzählt den Leuten davon. Habt ihr alle verteilt, erhaltet ihr einen Bonus. Yippie. Wenn wir sie selber trinken... Dürfen wir nicht, ne?
Guck mal. Ich bin direkt hinter euch. Ach, dir kann ich das nicht sagen. Geht ihr voran? Der Lydia kann ich das leider nicht sagen, dass sie doch mal probieren soll. Oh, hier oben war doch einer. Hier, probier mal. Willkommen im spuckenden Netz, meine Dame. Jo. Tut mir leid. Gildes verbietet mir das Trinken, während ich im Netz arbeite. Was machst du da gerade? Was trinkst du da gerade? Das war ein Bierhumpen. Hast bestimmt keine Cola drin gehabt. Oder Milch. So, du. Die Minen sind offen und wenigstens lässt mich mein Vater trinken, was ich will. Richtet Gildes meinen Dank aus. Jo. So, Nummer 1 haben wir fertig. Passt auf euch auf. Dann den Kommandanten. Was ist hier los? Ein gefährlicher Ort. Beim Blute Boetius. Bitte, jemand muss etwas unternehmen. Ein Drache. Jemand muss mir helfen. Komm mal her. Komm doch mal runter. Komm, kleiner Drache. Komm. Was machst du da? Komm runter. Na los, komm. Komm doch einfach mal runter. Willst du nicht, ne? Ah ja, da oben. Hä? Wo ist er denn? Ach, doch nicht so weit oben landen, das ist doch Blödsinn. Wie soll ich denn da hochkommen, Drache? Ey, ist doch nicht sein Ernst jetzt, oder? Und jetzt macht er da ein Nickerchen, oder was? Oh. Ist er jetzt weg? Ist er einfach verschwunden? Ja, wie hätte ich denn da hochkommen sollen? Ach, Komiker. So, du. Ihr könnt gehen, wohin ihr wollt. Ja, ich weiß. Aber an eurer Stelle würde ich innerhalb des Bollwerks bleiben. Da ist er wieder. Ich fass es nicht. Ja, geh weg. So, wo ist er hin? Da. So. Das nächste Mal bitte gleich, ne? Oh nein, so viele Drachenknochen. Mich schon wieder voll. Seele eingesammelt. Sehr gut. Aufpassen. So, das hat geklappt. Der Drache ist tot. Ups. So. Ihr seid auf dem richtigen... Ja. Perfekt. Ich wollte gerade auf ein Glas hinübergehen. Na, siehst du. Danke, dass ihr mir den Weg erspart habt. Sehr gerne. So, Nummer 2. Bringt eure Waffen und Rüstung. Ich repariere. Hast du schon? Ja, Drela Alo hat schon. Du noch nicht? Ich weiß nicht. Ich sollte ein wenig davon in meinen nächsten Trank mischen. Wer weiß, was dann passieren würde. Alle werden betrunken werden. So, du? Nachdem die Aschenbrot erledigt ist, kann ich meinen Männern die verdiente Rast gönnen. Du darfst nicht trinken, war ja klar. Und du? Ich weiß nicht. Na, das klingt ja wunderbar. Vielen Dank. Kein Problem. Seid vorsichtig. Und du? Unsere Taten waren. Es ist immer ein Vergnügen, eine von Geldes neuen Mixturen zu kosten. Ja, das dachte ich mir. Und du magst auch, ne? Volk. Sicher. Ich habe gerade auch nichts Besseres zu tun. Wunderbar. Euer Weg frei von Gefahr. Du willst auch was trinken? Richtet Geldes aus, dass Miri das wirklich zu schätzen weiß. Jo, mach ich. Und du willst noch was trinken? Hier ist viel mehr... Geldes muss das in Flaschen füllen und auf dem Festland verkaufen, yep. Statt seine Zeit hier zu vergeuden. Seine Getränke sind hervorragend. Ja, hervorragend, bla bla bla. Einfach nur trinken. So, gucken wir mal, ob hier noch jemand was trinken will. Ich hoffe nicht, dass ihr Ärger sucht. Doch, ich suche Ärger. Das kann ich für euch tun. Ihr habt Rabenfels von... Oh,
Wie freundlich. Jupp. Richtet Geldes meinen Dank aus, ja? Kein Problem. Reisen über. Der gute alte Geldes schafft es doch immer wieder, uns zu erfreuen und halb blind zu machen. Vielen Dank. Und halb blind zu machen. Gute Reise euch. Entschuldigung. Das verstehe ich, Adrian. Das war doch jetzt super, oder? Okay, also, wir haben... Durch eure Taten. Ja, wir sind ganz toll. Ich finde es toll hier. Wird man richtig gelobt, nur weil es so ein kleiner Ort ist und jeder kennt einen. Also wir haben ganz Rabenfels besoffen gemacht. Das ist super. Geldes wird jetzt ordentlich Kohle verdienen. Ich will jetzt nicht Geld sagen, das ist blöd. Und ich bedanke mich fürs Zuschauen, Zuhören und Mitfiebern. Lasst die Finger vom Alkohol. Ciao.